TK1811 fragt Pietsmiet: Ist es dir wichtiger, 100% ehrlich zu sein oder nett zu sein? Ich finde, du musst weder zu 100% ehrlich sein noch nett. Kommt auf die Person an, die dir gegenübersteht. Gegenüber Fremden so oder so nicht. Ja. Deswegen kann er zu mit einer höflichen, würde ich sagen, kannst du lieber nett sein manchmal. Ja, so ganz klassisches Beispiel, irgendeiner labert dich im Zug voll oder so und dann sagst du so, ja, ja, sie haben recht. Und dann verpisst er sich. Aber ich bin immer nett. Das ist ja eigentlich bei jeder Person so ein bisschen dazwischen. Also wenn du 100% ehrlich bist, dann wirst du den Leuten unweigerlich auf die Füße treten. Und wenn es halt auch deswegen, also nett gemeint ist, ne, muss es ja dann auch sein. Das ist ja immer so ein dazwischen. Kannst ja nicht jedes Mal hingehen und sagen, guck mal, du warst ja beim Friseur, das sieht aber richtig scheiße aus. Also, ist ja immer die Frage, was das dann bringt. Also, irgendwo dazwischen. Allerdings kommt es halt auch echt drauf an, ne, wenn du verstehst, was ich meine. Denn, also, belügen will ich Leute halt auch nicht. Zumindest nicht schlimm. Ich bin dann doch eher die ehrliche Person, die durchaus mal auch seine Meinung sagt. Eckt halt auch an. Aber ja, so ist es halt. Mir ist es wichtiger, nett zu sein. Wenn ich die ganze Zeit erzählen würde, was ich gerade wirklich in dem Moment denke, wäre das echt schwierig. Also auf jeden Fall lieber nett als 100% ehrlich zu sein. Weil vielleicht liege ich ja auch falsch. Ja, auch so, wenn man Sachen assumed oder blödes Denglisch, wenn man Sachen einfach annimmt und einem so ein Gedankenblitz durch den Kopf geht, warum sollte man den aussprechen? Das ist halt Bullshit, kann ja auch falsch sein. Ich bin lieber eher nett. Gute Frage. Ich bin eigentlich eher der Typ, der sagt, okay, ich versuche lieber nett zu sein als 100% ehrlich, aber in einem gewissen Maße, also kann die Situation das vertragen, kann die Lüge das vertragen, beziehungsweise das Nicht-Erwähnen oder Nicht-Ausführen des Umstandes, der Situation, des Sachverhalts. Lässt es das zu, da lieber 90% Wahrheit zu sagen, weil man eh weiß, dass das führt hier zu nichts. Also wenn wir an Minecraft denken, ja, und ich habe gesehen, wie Bram bei Jay aus der Truhe Diamanten rausgenommen hat, ja, und Jay fragt sich, wo die Diamanten sind, und ich weiß, es gibt nachher voll den Riesenaufriss, und Jay springt Bram quasi an die Kehle, dann sage ich lieber, boah, Jay, hast du vielleicht einfach vertüddelt, ne? Einfach, um die Situation zu entspannen. Und dann vielleicht im Nachhinein Bram auf die Finger hauen, beziehungsweise Bram dazu zu forcen, ehrlich zu sein. Aber ich glaube, ich bin eher so der Typ. Ich würde jetzt nicht sagen, boah Jay, also da hat Bram dich gerade aber abgezockt. Also irgendwie hat der, war das Bram. Ich glaube, da bin ich der Typ, der eher versucht dann die Lage zu entspannen, ja.